So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Tutorial meinerseits. Und heute zum Jahresabschluss kommt endlich das Zucht-Tutorial von mir. Und das soll auf jeden Fall nicht so lang werden wie das in Oras, aber wir werden auf jeden Fall an ältere Tutorials anknüpfen. Ihr solltet euch einige ältere Tutorials, die ich euch gleich nennen werde, vorher anschauen, dass sie euch auf jeden Fall helfen werden. Und ihr solltet euch nochmal den Anfang des Oras-Guides, wo wir die Begriffserklärung nochmal durchgehen, definitiv anschauen, wenn ihr nicht wisst, was EVs sind, wenn ihr nicht wisst, was DVs sind, denn dort erkläre ich euch alles, das alles natürlich. Und die Link zu den oder die Links zu den Videos findet ihr in den Beschreibungen. Ja, da solltet ihr dann als erstes nach den ersten 2-3 Minuten mal kurz reinschauen und gucken, ob ihr dieses Vorwissen habt, weil das setze ich für dieses Tutorial heute auf jeden Fall voraus. So, Pokémon-Zucht. Ein sehr komplexes Thema, ein sehr interessantes Thema und ein Thema, zu dem ich sehr oft unterschiedliche Fragen kriege. Und diese möchte ich heute, wenn es geht, alle abarbeiten. Also, wo züchtet man überhaupt die Pokémon in Sonne und Mond? Das macht ihr auf der Insel Akala und zwar auf der Ohano-Farm. Das war auch die Ohano-Farm, richtig, es war die Ohano-Farm. Zu der könnt ihr sogar hinfliegen, das ist immer ganz praktisch. Das ist die Ohana-Farm, Verzeihung, die Ohana-Farm. Und dort ist der Pokémon-Hort vorzufinden. Ja, das Pokémon-Hort. Der Pokémon-Hort, was erzähle ich da? So, der befindet sich dann hier genau und dort arbeiten dann zwei Schwestern. Eine ist am Tresen und eine gibt euch dann später die Eier raus. Das ist die hier. Und ja, hier werden wir dann letzten Endes unsere Eier ausbrüten. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Dann braucht ihr aber noch ein paar wichtige Items, ja? Zuallererst, das wichtigste Item, was ihr definitiv benötigen werdet, ist ein Fatum-Knoten, okay? Was macht denn dieser wundervolle Fatum-Knoten überhaupt? Der Fatum-Knoten sorgt dafür, dass 5 DV-Werte von beiden Elternteilen fix übernommen werden. Ohne einen Fatum-Knoten wären es 3, da wir aber 5 DV-Pokémon mindestens haben wollen, ist der Fatum-Knoten da natürlich extrem wichtig, so dass wir da nicht stundenlang dran sitzen und das alles dem Zufall überlassen, sprich dem RNG überlassen, sondern damit wir hier selber nochmal einen diversen Einfluss nehmen können, um die Chancen auf ein gutes Pokémon, was dann aus dem Ei schlüpft, zu maximieren. Fatum-Knoten, super, super wichtiges Item und muss dann von einem der beiden Elternteile getragen werden. Wo bekommt ihr den Fatum-Knoten? Man kann es per Mitnahme bekommen. Ich habe ein Tutorial dazu gemacht. Link findet ihr in der Beschreibung. Oder aber, wenn ihr da ganz, ganz viel Pech habt und nicht warten könnt, könnt ihr euch einen Fatum-Knoten auch in der Avenue Royale im Battle Dome kaufen für 48 GP, glaube ich. Aber wenn ihr euch diese GP lieber sparen wollt für wichtigere Items, könnt ihr den Fatum-Knoten auch per Mitnahme bekommen, ja? Link zum Tutorial in der Beschreibung. Dann benötigt ihr noch einen Ewigstein. Der Ewigstein ist auch wieder super, super, super wichtig und den solltet ihr definitiv nicht vernachlässigen. Den kriegt man einmal fix in einem Nebenstory-Teil, wenn man, glaube ich, irgendwann später nochmal zu Captain Elima auf Mele Mele zurückgeht. Ja, da muss man, glaube ich, einmal gegen Elima kämpfen und der gibt euch dann als Dank dafür, für diesen tollen Kampf, ja, typisch Pokémon, den Ewigstein. Falls ihr den Ewigstein nicht mehr habt, könnt ihr euch den Ewigstein auch unendlich oft erfarmen, und zwar von wilden Kieslingen, die gibt es auf dem Tenkara-Hügel unter anderem, also im Höhlenbereich, und dort tragen diese Kieslings zu 50% einen Ewigstein. Könnt ihr dann mit Raub entweder stibitzen oder ihr fangt euch ganz viele Kieslinge und hofft, dass dann eins von denen ganz random einen Ewigstein trägt. Das würde rein theoretisch auch gehen, ja. Was macht der Ewigstein? Kann ich euch auch nochmal ganz fix erklären. Der Ewigstein gibt das Wesen vom Elternteil, das den Ewigstein trägt, zu 100% an die Nachkommen weiter. Heißt also, beim Wesen hätten wir so gesehen ausgesorgt. Und das Wesen ist natürlich für kompetitive Pokémon unerlässlich und vor allen Dingen auch einfach essentiell wichtig. Und dann gibt es noch eine weitere Itemklasse, die ich euch allen empfehlen kann, und das sind die Macht-Items, ja? Machtreif, Machtgurt, Machtlinse, Machtband, Machtkette, Machtgewicht. Diese benötigt man in ganz, ganz seltenen Fällen, aber für Pokémon, insbesondere für Pokémon, die wirklich perfekt sein sollen, sprich spezielle Angreifer, die genau 0 Angriffs-DVs haben, damit gegnerische Pokémon mit Schmarotzer weniger Angriff machen und so weiter und so fort, da hilft auf jeden Fall oder helfen auf jeden Fall die Macht-Items. Da werde ich euch später im Tutorial auch noch ein Beispiel zu geben. Oder wenn ihr auf jeden Fall 0 DVs in der Initiative bekommen wollt, um auch ja von Bizarro-Raum Profit zu machen oder von Gyroball, dann
sind diese Macht-Items hin und wieder auch super, super praktisch. Und die kann ich euch wirklich jedem nur auch hin und wieder bei der Pokémon-Zucht empfehlen. Manchmal kommen die echt praktisch, weil jetzt bei mir zum Beispiel bei der Shiny-Zucht von perfekten, kompetitiven Shiny-Pokémon in 2 oder 3 Fällen sogar sehr, sehr nice. Ne? Und ich bereue das nicht, gerade zu Zeiten von Goldkronkorken. Dazu dann aber auch wieder später mehr. Was auch noch super wichtig ist, sind Dittos. Wir benutzen hauptsächlich Dittos zum Züchten, einfach weil Dittos unsere, ich sag mal, DV-Träger sind, von denen dann die guten EVs auch übernommen werden können. Außerdem kann man Ditto mit jedem Pokémon paaren, auch mit neutralen Pokémon, sprich Magnetilos, die normalerweise kein Geschlecht haben oder so, können Eier bekommen, wenn man sie mit Ditto in die Pension steckt. Das geht. Das wissen viele nicht, aber das ist tatsächlich eigentlich schon fast Basiswissen für die Zucht. Und deswegen benutzen wir hauptsächlich Dittos. Ich habe jetzt hier 2 6 DV-Dittos. Diese werdet ihr wahrscheinlich nicht regulär im Spielverlauf bekommen können. Das sind nämlich... Ich gehe davon aus, dass sie gehackt sind von irgendwelchen Zuschauern. Deswegen benutze ich sie in der Regel auch nicht für die Zucht. Aber falls ihr so etwas habt und keine Bedenken habt, könnt ihr sie natürlich trotzdem benutzen. Ja, ihr werdet davon keinerlei Schäden davon tragen. Manchmal bekommt man so etwas im Wundertausch, so ein 6 DV-Ditto. Solltet ihr euch auf jeden Fall erfarmen. Nicht erfarmen. Ja, also ihr solltet die benutzen, wenn ihr die bekommt. Nicht erfarmen. Erfarmen solltet ihr euch diese Dittos, die 4 DV-Dittos. Ich habe 2 davon. Ja, leider sind das 2, die nicht gut miteinander harmonieren. Ich werde euch gleich auch erklären, warum. Aber diese 4 DV-Dittos kann man für die Pokémon-Zucht definitiv selber erfarmen. Tutorial dafür gibt es in der Beschreibung. SOS-Methode, 30er-Kette und jedes Pokémon hat dann 4 DVs auf 31 und das gilt natürlich auch für Dittos. Heißt also, ich würde mir definitiv 1 dieser Dittos besorgen. Mein Tipp ist, holt euch einfach am besten 2 Dittos, die, also 2 4 DV-Dittos, die auf allen 6 Statuswerten verteilt irgendwie die 31 haben. Sprich, wir haben jetzt dieses Ditto, das hat auf allem 31, außer auf Spezialangriff und Initiative. Und dann sollten wir uns ein zweites Ditto suchen, was auf Spezialangriff und Initiative dann die 31 DVs hat. Ja, das werde ich euch gleich erklären, wie wir da vonstatten gehen werden. Es gibt Leute, die ganz, ganz viele Dittos haben in unterschiedlichem Wesen. Habe ich zum Beispiel auch gehabt in Pokémon X und Y. Ja, Kontakt-Safari lässt grüßen. Aber, wenn ihr das nicht machen wollt, gibt es noch etwas, was essentiell wichtig für die Pokémon-Zucht ist. Damit wir Pokémon auch im richtigen Wesen bekommen. Und das sind Pokémon mit der Fähigkeit Synchro. Synchro bewirkt nämlich, dass wenn das Pokémon beim Kampfantritt vorne ist, das Pokémon mit Synchro, dass es eine 50% Chance hat, das Pokémon, dem man dann im Gras begegnet, oder einem statischen Pokémon wie legendäre Pokémon, was weiß ich, zu 50% sein Wesen übertragen kann. Sprich, wenn man das Pokémon dann gefangen hat, hat man eine 50% Chance, dass dasselbe Wesen wie das Abra in unserem Fall mit Synchro hat. Ist natürlich beim Fang von legendären Pokémon ganz praktisch, habe ich ja auch hin und wieder im Stream benutzt. Oder aber wenn man erstmal das Pokémon, was man sich dann später züchten möchte, direkt mit dem richtigen Wesen haben will. Ja, ja, ich habe zum Beispiel jetzt zu jedem Abra oder zu jedem Wesen ein Abra. Ich glaube 2 sind eine Alternativedition, das sind diese beiden. Ja, die habe ich da für legendäre Pokémon benutzt. Aber solche Synchro-Pokémon sind natürlich auch unerlässlich. Mein Tipp, wie ihr am besten alle Wesen bekommen könnt, ist: Fangt euch ein wildes Abra mit Synchro, nicht mit Konzentrator, sondern mit Synchro. Oder wenn ihr schon eins habt, umso besser. Das tut ihr dann mit Ditto in die Pension und züchtet dann, keine Ahnung, 50 bis 100 Eier aus, bis ihr jedes Wesen dort habt. Es gibt ein paar Wesen, die man nicht benötigt. Der Vollständigkeit halber habe ich dann aber tatsächlich einfach mal jedes Wesen jetzt da. Und die sind ganz wichtig, wenn wir halt direkt das Pokémon, was wir dann später züchten wollen, mit dem richtigen Wesen habt. Ja, wegen der Synchro-Methode. Dann spart ihr euch halt einfach ganz, ganz viel Kummer und RNG-Lastigkeit. Das müssen wir uns gar nicht antun. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit genau meine. Und dann gibt es noch etwas ganz Wichtiges, was ich gerade sogar schon benutzt habe. Und das ist diese Richterfunktion. Ja, mit der Richterfunktion können wir dann nämlich die DVs unserer Pokémon checken. Diese Funktion ist aber nicht von Anfang an freigeschaltet. Die müsst ihr euch freischalten, indem ihr 20 Eier ausbrütet in eurem Spielstand. Dann müsst ihr zum Kampfbaum zum Ast-Trainer dort gehen, mit dem sprechen und er schaltet euch dann diese Funktion hier frei. Super praktisch, um die DVs direkt am Computer zu checken. Vorher musste man lästige NPCs ansprechen, die dann die DVs geratet haben. Jetzt hat man die Richterfunktion und das macht einiges. Sowas von leichter, sage ich euch, ja? Oh yeah. Okay, ich laber jetzt wieder ganz, ganz, ganz lange drumrum.
Aber was wir jetzt machen werden, ist, wir nehmen eins dieser farmbaren 4DV-Ditos, die jeder von euch benutzen kann, und stecken das mit einem meiner Zuchtreste, die ich hier habe, in die Pension. So, Zuchtreste sind ganz praktisch, die werden nämlich dann von dem einen oder anderen lieben Menschen draußen für euch bereitgehalten. Warte mal, das sind jetzt ein bisschen krasse Zuchtreste. Habe ich auch so Zuchtreste, die nicht so toll sind? Vielleicht nur mit 3DVs oder so? Leider nicht so wirklich. Aber wisst ihr was? Das ist dann das perfekte Beispiel, dass ich ja dann einfach dieses Nebulak nehme. Ich habe mir dieses Nebulak aufbewahrt, weil es halt Scheu als Fähigkeit hat und ich das ganz praktisch finde, ja? So. Dieses Nebulak hat leider 0 DVs auf 31, heißt also, wir müssen darauf hoffen, dass dieses Ditto möglichst viele von seinen DVs an unser Nebulak weitergibt. So, das erste Problem, was wir jetzt hier aber haben, ist, wir haben, lasst uns hier mal schauen, ich habe euch ja von diesen beiden 4 DV-Ditos erzählt, beide haben keinen Spezialangriff, das heißt, der Spezialangriff, der wird dann nie fix übernommen mit dem Phantomknoten, ja, das müssen wir RNG überlassen. So, da ich das nicht machen kann oder das nicht machen möchte, nehmen wir jetzt einfach mal dieses 6 DV-Dito. Es ist wie gesagt irrelevant, welches Dito ihr nehmt. Die 6 DV-Ditos hat halt nicht jeder und die sind, viele möchten nicht mit denen züchten, weil sie nicht legal sind und so weiter. Aber ich benutze das jetzt einfach, weil ich halt sonst keinen Spezialangriffsweitergeber habe. Deswegen, ja. Verzeiht ihr mir das natürlich. Aber wenn ihr so ein 6 DV-Dito habt, könnt ihr das natürlich trotzdem benutzen. So, wir geben jetzt dem Dito Phantomknoten. Ja, so dass wir den Effekt von Phantomknoten bei dieser Zucht verwenden können. Dann geben wir dem Nebulak den Ewigstein, damit das Scheuwesen auf die Kinder weiter übertragen wird, weil wir wollen natürlich dann später Gengar mit dem Wesen Scheu haben. Die beiden stecken wir dann in die Pension und hoffen, dass da irgendwas Tolles bei rauskommt, okay? So, Nebulak geht da jetzt rein. Das Gute in dieser Generation ist, dass die Pokémon auch in der Pension kein Level-Up bekommen. Deswegen heißt es ja auch Pokémon Hort und nicht mehr Pension, was super gut ist, weil dadurch manchmal irgendwelche Moves überschrieben worden sind, weil sie, ja, Level-Ups bekommen haben. Und das war hin und wieder echt lästig, auch bei Zucht-Moves, zu denen wir auch später kommen, keine Sorge. So, ich werde jetzt erstmal 5 Eier ausbrüten von Nebulak, das heißt also, wir sehen uns gleich wieder. Wobei Leute, ich bin ganz blöd. Ich setze natürlich jetzt diverse Dinge als Grundwissen voraus, aber ihr wisst, ich habe euch ja gar nicht erzählt, wo ihr jetzt die Eier genau herbekommt. Aber dieses Mädel wird euch jetzt jedes Mal die Eier geben und jedes Mal, wenn sie Eier bereit hat, beziehungsweise wenn die Pokémon irgendwelche Eier hinterlassen haben, geht sie in die Denkerpose über. Jetzt hat sie zum Beispiel die Denkerpose noch nicht. Jetzt rennen wir die ganze Zeit mit unserem Tauros. Am besten Tauros, weil das Fahrrad in dieser Generation nicht vorhanden ist. Im Kreis rum. So, da sehen wir, sie geht wieder in die Denkerpose. Heißt also, sie hat ein Ei für uns bereit. Ja, und so funktioniert das Ganze. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 Eier angenommen. Wir wiederholen diesen ganzen Vorgang jetzt, bis wir 5 Eier haben. Und dann sehen wir uns wieder. Okay, Leute. Ich habe jetzt 5 Eier. Und es gibt einen Trick, auf den viele Leute schwören. Und zwar der Zauntrick. Ja. Ihr könnt euch nämlich hier in den Zaun reinbegeben, leider nicht direkt auf Tauros. Dort kann man lustigerweise noch Tauros drauf. Und dann kann man hier perfekt im Kreis rennen, ohne dass was passiert. Indem man einfach das, den Stick im Kreis dreht. Ja? Da auch auf diese Methode schwören einige. Ich bin da auch nicht wirklich so der Fan von. Ich bin der Fan von, wenn ich 5 Eier habe und die auf jeden Fall schlüpfen müssen. Ansonsten bevorzuge ich es, da oben links vor dem Schild und dem Hort im Kreis zu laufen. Weil, naja, ihr seht, man kann auf dem Tauros hier nicht raus und man muss dann jedes Mal aufs Neue absteigen, wenn man zusätzliche Eier annehmen möchte. Und das geht dann natürlich in der Regel nicht. Aber wisst ihr was, wenn ich jetzt schon hier dabei bin, rumzuerzählen, kann ich euch noch erzählen, dass es eine Methode gibt, wie ihr Eier direkt an den PC schicken könnt. Da werde ich im Stream auch sehr oft gefragt. Und zwar gibt es hier die Team- und Box-Option. Die ist normalerweise standardgemäß auf manuell gestellt. Diese solltet ihr aber auf automatisch stellen. Und wenn ihr die auf automatisch gestellt habt, dann werden die Eier, die ihr jetzt in Zukunft bei einem vollen... Also ihr seht es ja, wir haben jetzt Magbrand, glaube ich, im Team, inklusive 5 Eier. Ja. Dann werden die zukünftigen Eier auf jeden Fall in... oder auf den PC geschickt. Wenn ihr die jetzt, wenn wir jetzt rein theoretisch bei der Portleiter abholen würden. So, wir sehen jetzt, dass unser Ei schlüpft.
Was ich euch noch sagen kann, ist, dass jedes Pokémon unterschiedlich lange braucht, dass es schlüpft. Das kann man super gut in diversen Pokédexen, Online-Pokédexen nachschauen. Und was auf jeden Fall auch noch empfehlenswert ist und was ich wieder als... seht ihr Leute, das ist ein Fehler von mir. Ich setze voraus, dass ihr diese ganzen Grundsachen schon kennt, aber viele von euch kennen die nicht und deswegen packe ich die jetzt gerade nur so zwischendurch rein. Ich entschuldige mich dafür, aber wie gesagt, die meisten von euch kennen diese Tricks schon, aber es gibt ja noch den einen oder anderen von euch, der natürlich diese Tricks nicht kennt und dafür, für euch sollen diese Tutorials ja auch sein. Warum habe ich Magbrand im Team? Magbrand hat die Fähigkeit Flammkörper und Flammkörper sagt, dass die Eier, die wir im Team haben, während Magma auch noch im Team dabei ist, nur noch die Hälfte der Eischritte benötigen. Heißt also, statt hier, ich weiß nicht, wie viele Eischritte Nebulak benötigt, 2.000-3.000, ja, aber statt 2.000-3.000 benötigen die Nebulaks dann nur noch 1.000 bis 1.500, ja. Und das alles nur wegen der Fähigkeit Flammkörper. Ihr müsst nicht Magbrand nehmen, es gibt Leute, die benutzen Fiaro, es gibt bestimmt noch ganz, ganz viele andere Pokémon, die ihr benutzen könnt mit Flammkörper. Aber ich glaube, eine Alternative zu Flammkörper als Fähigkeit ist Magmapanzer, ja. Heißt also, wenn ihr irgendwie einen Kammerupt habt mit Magmapanzer, das könnt ihr natürlich auch für die Pokémon-Zucht verwenden. Aber wisst ihr was, Leute? Wir schweifen wieder vom Thema ab. Wir sehen uns gleich, wenn die Eier fertig sind, am PC wieder. Okay, Leute, kommen wir doch jetzt mal zu der Vererbbarkeit von den DVs. Wir sehen, die Kinder, die hier raus entsprungen sind, sind super, 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 super gut. Ja, immerhin haben zwei DV-Werte. 31, das sensationell steht für 31, fantastisch steht für 30. Alles andere ist in der Regel irrelevant, außer schlecht, weil schlecht steht für 0. Kommen wir, wie gesagt, aber später zu. Dieses Nebulak hat zum Beispiel zwei DV-Werte der Mutter übernommen. Zwei werden immer fix dann mit dem Phantomknoten vom Vater übernommen. Und der dritte Wert wird dann entweder von Vater oder von Mutter übernommen. Verzeihung, der fünfte Wert, der wird entweder von Vater oder Mutter übernommen. Und der sechste Wert ist immer komplett random. So, hier bei diesem Nebulak ist es tatsächlich so, dass Spezialangriff und Spezialverteidigung von Ditto übernommen worden sind. Da müssten noch zwei Werte von dem Nebulak übernommen worden sein. Fünfter Wert wahrscheinlich auch von Nebulak, weil sonst hätten wir jetzt hier irgendwo eine dritte 31 gesehen, weil der Ditto hat ja 6x31er. Das Ditto, was wir in die Pension gepackt haben. Und der letzte Wert ist wie gesagt random. Heißt also, ja. Nochmal zur Veranschaulichung. Dann haben wir dieses wundervolle Nebulak hier, das vier Werte hat. Und hier haben wir gelackt. Inwiefern gelackt, Regi? Wir haben zwei Werte, wahrscheinlich drei Werte, die von Ditto übernommen worden sind. Ja, Spezialangriff KP und Verteidigung zum Beispiel. Vielleicht sogar Initiative statt irgendein der anderen Werte. Dann haben wir zwei Werte von Nebulak übernommen. Und das Nebulak hatte ja 0,31er. Sprich, Spezialverteidigung und Angriff wahrscheinlich von Nebulak. Und der sechste Wert, der random ist, der ist lustigerweise direkt auf 31 gerollt, was perfekt ist, weil dann können wir dieses Nebulak hier so weiter zu verwenden. Erstens, weil es Spezialangriff übernommen hat, das war ja das Ziel, was wir hatten. Und ja, dann gucken wir mal weiter. Das hier hat zwei Werte KP und Initiative von Ditto übernommen. Das hier hat Angriff und Initiative von Ditto übernommen. Ja, Angriff brauchen wir nicht, das heißt, das ist unbrauchbar. Und auch dieses Nebulak hat Angriff und Spezialverteidigung von Ditto übernommen. Das ist blöd. So, das heißt, wir haben jetzt 5 Nebulaks. Wir werden jetzt aber 4 von diesen Nebulaks freilassen, weil wir die nicht benötigen. Stattdessen nehmen wir jetzt dieses wundervolle 4-DV-Nebulak, was gleich mal in der ersten Generation genommen ist, und benutzen das dann statt dem eigentlichen Nebulak als Vater. Ja, ist halt deutlich praktischer. So, dann können wir nämlich dieses 4DV-Ditto endlich benutzen, ja. Das Ding ist, wie gesagt, normalerweise hätte ich jetzt nicht das 6DV-Ditto benutzt, sondern irgendein 4DV-Ditto, was aber Spezialangriff hat. Oder halt die fehlenden Werte, die das eigentliche Ditto nicht hat. In unserem Fall waren es, glaube ich, Spezialangriff und Initiative hat das Shiny-Ditto, was ich hier benutze, nicht. Und das hätte dann von diesem 6DV-Ditto übernommen werden müssen. Und das hat es ja auch übernommen, ja. Initiative und Spezialangriff sind auf unserem Nebulak drauf. Das heißt, alle 6 Werte sind so gesehen jetzt, oder alle 5 wichtigen Werte, weil der Angriff ist ja irrelevant, aber der ist halt rein theoretisch auch doch drauf, sind vertreten. Und jetzt können wir, wenn Aaron oder Mutter Aaron oder Vater Aaron Jesus uns unserer Seele treu ist, mit diesem 4DV Nebulak und mit diesem 4DV Ditto ein 5DV Pokémon bekommen. So, das Nebulak ist unnötig, das kann ich dann gleich freilassen und das Ditto kriegt dann gleich eine Pause. Ja. Heißt also, ich packe jetzt
Dieses Ditto mit diesem Nebulak in die Pension. Natürlich geht der Ewigstein auf das Nebulak und der Fatumknoten, oder das Fatumknoten von diesem Ditto auf das Ditto. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dann 5 Eier davon habe. Okay Leute, ich habe die 5 Eier der nächsten Generation ausgebrütet und hoffe jetzt natürlich, dass wir ein Nebulak mit 5x31 DVs jetzt schon bekommen. Und zwar auf allen Werten außer Angriff. Das wäre der Traum. So, hier sehen wir, 5 Werte sind übernommen worden. Alright, der letzte Wert ist wahrscheinlich random gepullt. Oder aber wir haben den Random-Wert auf 31 gepullt, was unwahrscheinlicher ist. Deswegen wahrscheinlich eher der erstere Fall. So, hier ist das nicht ganz so gut gelaufen. Hier hatten wir ein bisschen mehr Pech mit den Rolls. Hier leider auch, da auch und da auch. Bisschen ärgerlich, das hier hätte unser 5 DV Nebulak sein können, wenn der KP-Wert statt des Angriffswerts übernommen worden wäre. Heißt also, alle diese Nebulaks sind jetzt eher unnötig. 4 DV Nebulaks könnte man vielleicht jetzt sogar noch behalten als Zuchtreste, aber ich mag es nicht, Leuten 3 DV-Reste zu geben, weil, naja, ist jetzt nicht so berauschend. Und deswegen würden wir jetzt hier in der Situation rein theoretisch so lange weitermachen, bis das gewünschte Nebulak rauskommen würde. Aber ich denke, das Grundprinzip habt ihr hier eigentlich schon verstanden. So, das ist ziemlich einfach, wenn ihr mich fragt. Und die bisschen komplizierteren Sachen kommen jetzt. Und zwar habe ich auch sehr oft die Frage nach Vererbbarkeit bekommen, ja? Wie vererbt man Angriffe, Regi, ja? Wie kann es sein, dass... Ich weiß es nicht. Ich ein Pokémon, besonders oft kommt hier die Frage, wer Lursi mit Ice Heat bzw. Donnerschlag bekomme, ja? Ganz einfach. Jedes Pokémon, das muss man jetzt vorher erstmal wissen, hat eine bzw. manchmal auch zwei Eigruppen, in denen es sich befindet, ja? Diese Eigruppen sind wichtig, um die Paarung zu bestimmen. Mit welchem Pokémon kann man dieses Pokémon paaren? Ich kann jetzt zum Beispiel nicht Milotic mit einem Magma irgendwie in die Pension stecken und dann hoffen, dass sein Kind rauskommt. Nee, das geht nicht. So, wir wollen jetzt ein Milotic mit einem Butterlander paaren. Okay? Wir brauchen nämlich ein weibliches Milotic, damit die Kinder von der Gattung der Mutter sind. In dem Fall wären es dann Barschwas und keine Kindwurms, weil Kindwurm der Vater ist. Oder Butterlander dann der Vater wäre. Aber wir wollen auch den Kindwurm dann nicht nur, ja, wir wollen nicht nur einen Kindwurm haben, wir wollen einen Kindwurm mit einer Zuchtattacke. Und in diesem Fall wäre es Feuer-Odem. So, warum kann man Milotic und Butterlander jetzt paaren? Ein Blick in viele der Pokédex-Seiten online zeigt, dass Milotic in der Eigruppe Drache ist. Ja, Milotic, ja, glaubt ihr mir nicht, ist aber in der Seegruppe Drache. Und Wasser 1. Ja, Wasser-Pokémon werden in ganz, ganz viele Eigruppen unterteilt. Aber eine genaue Auflistung der Eigruppen mit den Pokémon, die sich an diesen Eigruppen befindet, verlinke ich euch noch in die Beschreibung. Schaut da also rein. Und ja, Butterlander ist natürlich auch ein Drache. Und was halt auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass natürlich nicht jedes Pokémon dann jeden Move erlernen kann. Es gibt bestimmte Zuchtattacken, die ein Pokémon erlernen kann. Die findet man auch auf diesen Online-Pokédex-Seiten. Und ein Blick auf Milotics Seite zeigt, dass unter Vererbbarkeit die Attacke Feuer-Odem aufgelistet ist. Und ja, perfekt. Das heißt also, wir nehmen jetzt dieses Milotic und dieses Butterlander, packen die beide dann in die Pension und hoffen, dass daraus Barschwas mit der Attacke, oder ein Barschwa mit der Attacke Feuer-Odem rauskommt. Und ob das geklappt hat, werden wir dann gleich sehen. Okay Leute, jetzt haben wir ein wundervolles Exemplar von einem Barschwa. Ich habe nur einen Barschwa gezüchtet, weil in diesem Fall reicht es vollkommen aus, wenn ich euch nur einen Barschwa zeige. Und wie wir sehen, hat dieses Barschwa Feuer-Odem erlernt, was es normalerweise per Level-Up als Milotic bzw. Barschwa, soweit ich jedenfalls weiß. Ich gucke nochmal nach, bevor ich hier wieder irgendwas Falsches sage. Aber Feuer-Odem sollte es normalerweise nicht erlernen können. Ich sehe es hier gerade wieder. Nein, Feuer-Odem kann es normalerweise nicht erlernen. Und ja, perfekt. Ja, das war der ultimative Beweis, dass es geklappt hat, weil sich diese beiden Pokémon in der Eigruppe Drache befunden haben. Ja, wie gesagt, ihr solltet halt vorher immer schauen, welche Zuchtmoves ein Pokémon kann, bevor ihr ein Zuchtprojekt startet, um mal zu schauen, ob ihr vorher noch Ei-Moves verteilen wollt. Weil, und das ist jetzt das ganz Praktische, wenn wir jetzt dieses Barschwa mit einem Ditto paaren würden, würden die Kinder bzw. die Barschwas der zukünftigen Generation dieser beiden Pokémon Feuer-Odem direkt auch schon im Moveset haben, ja. Früher war es relevant, ob
die Zuchtattacken vom Vater gekommen sind oder von der Mutter, das ist jetzt hier zum Glück seit der 6. Generation irrelevant. Heißt also, ja, egal ob dieses Barschwa jetzt männlich oder weiblich ist, es wird dann an zukünftige Barschwas Feuer-Odem definitiv weitergeben können. Seems good. Super, super nice und super, super praktisch, ja? Also, so viel dann zur Vererbbarkeit und deswegen sollte Schritt Nummer 1, wenn ihr ein Pokémon-Projekt startet, was ihr dann am Ende als 5DV-Pokémon haben wollt, immer sein, dass ihr erst die Zuchtangriffe auf ein Pokémon packt, okay? Das ist immer das Wichtigste und danach könnt ihr halt mit dem Pokémon, das dann schon die fertigen Moves hat, weiterzüchten und auf DVs gehen. Alright, so. Jetzt haben wir das Thema Vererbbarkeit echt erstmal fertig und jetzt gibt es noch ein Thema, was den einen oder anderen von euch interessieren dürfte und zwar Macht-Items. Ich habe ja erwähnt, Macht-Items könnten wichtig sein und Macht-Items solltet ihr euch definitiv hinter die Ohren schreiben und deswegen let's do this. Wir haben nämlich das Beispiel hier gehabt mit meinem... Was ist das? Richtig, das ist das Ditto, was ich auch für meinen Sankabu im Stream letztens benutzt habe. Oh, das ist ein neues Zuchtrest, das kann ich dann später sogar perfekterweise direkt weiter benutzen. Seems gut. Wo haben wir jetzt das Sankabu? Das habe ich doch hier irgendwo hingepackt. Da war es, da war es. Und das Sankabu hier hatten wir dann als Vater oder, ja, Vater in dem Fall. So, ich möchte jetzt, wir sehen hier, Initiative schlecht. Ich möchte dieses Sankabu nämlich später in einem Bizarro-Raum-Team benutzen und damit es ja nicht von gegnerischen Sankabus dann irgendwie im Bizarro-Raum outspeedet wird, weil meins dann 31 Initiative-DVs haben und die gegnerischen irgendwelche Random-DVs und deswegen normalerweise langsam werden im Bizarro-Raum dann aber nicht, möchte ich dann natürlich, dass dieser Fall auf jeden Fall nicht eintritt, indem ich langsam wie möglich bin. Okay? Heißt also, wir wollen dann, dass das Kind später fix 0 DVs hat. So, wie bewerkstelligen wir das Ganze? Wir gehen wie folgt vor. Es gibt die Macht-Items, habe ich euch ja gesagt. Und ich möchte jetzt zum Beispiel, dass der Initiativwert fix weitergegeben wird. Deswegen nehmen wir jetzt das Initiativwert-Macht-Item, und zwar die Machtkette, und geben das jetzt hier, in dem Fall ist es egal, weil beide 0 DVs auf Initiative haben. Wir geben aber jetzt einfach mal dem Sankabu die Machtkette, heißt also von Sankabu aus, werden jetzt fix die Initiativwerte weitergegeben. Das heißt also, die Kinder werden auf jeden Fall 0 Initiativ-DVs haben. Ja, alle, ausnahmslos, zu 100%. Ähnlicher Fall wie beim Ewigstein. Und da wir auch noch wollen, dass das Wesen weitergegeben wird, nehmen wir hier in der Situation auch nochmal, der müsste jetzt glaube ich ganz unten sein, den Ewigstein und geben dem unseren Ditto. Ditto kann in dem Fall, ist in dem Fall ist auch wieder irrelevant, wer das Wesen weitergibt, weil beide Pokémon ruhig sind, ja. Heißt also, sowohl Ditto als auch Sankabu haben die gleichen Voraussetzungen. Ihr müsstet das dann natürlich aber bei euch dann anpassen, ja. Muss ich dann zum Beispiel hin und wieder auch mal machen, weil, joa, das Wesen von beiden Pokémon dann natürlich nicht gleich war. Aber in dem Fall war es gleich, so. Ich werde jetzt hier bei den Sankabus wieder schön 5 Eier züchten. Das heißt also, wir sehen uns dann gleich wieder. So Leute, da wären wir mit unseren tollen Sankabus. Und wenn wir uns jetzt alle Sankabus anschauen, sehen wir, dass der Initiativwert auf jeden Fall fix bei 0 bleibt. Ja, wundervoll, wundervoll, wundervoll. Und das alles nur wegen der Machtkette. So. Ja, wie gesagt, in den meisten Fällen soll der Initiativwert oder der Angriffswert auf 0 bleiben und gerade jetzt zu Zeiten von den Kronkorken, wie ihr wisst, ja, auch dazu habe ich ein Tutorial gemacht, findet ihr in der Beschreibung, ist es gar nicht so wichtig, ob die anderen Werte jetzt nicht auf 31 sind oder nicht. Wichtig ist halt in dem Fall, dass der Initiativwert auf jeden Fall auf 0 bleibt, damit wir halt, ja, das wäre die ganze Arbeit ja umsonst und das wollen wir ja nicht, ja. Das ist ja das Schwierige, denn den Initiativwert kann man nachträglich nicht auf 31 packen. Mit den Kronkorken kann man halt Wert auf 31 packen, aber auf 0 halt leider nicht, ja. So ein Anti-Kronkorken wäre vielleicht für die 8. Generation dann nochmal ganz praktisch, aber ja, das ist alles Wunschdenken. Das ist jetzt hier auf jeden Fall erstmal alles mit unseren Sankabus. Und wir sind jetzt größtenteils sogar durch
Es gibt noch etwas, was ich euch gerne erklären möchte. Denn ihr seht ja, in was für einem Pokéball die Sankabus rausgefallen sind. Ja, und zwar in einem Luxusball. Ist ja normalerweise nicht so. Ja, früher war es ja so, vor der 6. Generation, dass die Eier gar nicht übernommen worden sind. Und wir haben auch gesehen, dass unser Sankabu ein Männlein war. Und das hätte in der 6. Generation seinen Ball nicht weitergegeben. Und das ist eine neue Änderung in der 7. Generation, dass auch männliche Pokémon ihren Pokéball zu 100% vererben, wenn sie mit Ditto paaren. Ja? Und da wir halt ein männliches Sankabu mit einem Ditto in die Pension gesteckt haben, haben die Nachkommen alle den Luxusball als gefangen oder als Ball, in dem sie gefangen worden sind. Das ist, oder der gefangene Ball ist eigentlich an sich nicht für jeden wichtig. Ich persönlich finde den aber wichtig, dass es auch zum Pokémon passt. Keine Ahnung, die Animation oder vom Farbton her im Statusbericht, weil das irgendwie auch ein Pokémon erst so wirklich perfektioniert. Ja, deswegen ist das ist eine neue Erneuerung, dass Männlein auch ihre Pokébälle an die Nachkommen weitergeben, wenn sie mit Ditto paaren. Und jetzt kommt noch etwas, was wir einfach mal rein theoretisch besprechen. Wenn wir jetzt einen Sankabu hätten, ein männliches Sankabu in einem Luxusball und ein weibliches Sankabu in einem, lass mich nicht lügen, Wiederball, ja? Wenn wir diese beiden Pokémon in die Pension stecken, haben die Nachkommen eine Chance, entweder in dem Luxusball vom Vater zu schlüpfen oder in dem Wiederball der Mutter. Und das ist etwas, was auch in der 7. Generation neu eingeführt worden ist. Und zwar, dass sowohl Vater als auch Mutter den Ball dann vererben können. Hier ist es aber wichtig, dass das Pokémon, soweit ich weiß, derselben Gattung ist. Ansonsten wird halt immer fix das von dem Weibchen übernommen. Wenn das nicht der Fall ist. Aber wenn wir halt zwei Sankabus miteinander paaren würden oder zwei Fukanos, dann hätten beide Elternteile die Chance, ihren Pokéball weiter zu vererben. Ich weiß, es gibt hier den einen oder anderen, der Zahlenfanat ist und der Zahlen hören möchte. Leider, jetzt schlagt mich nicht, kann ich da nicht wirklich aushelfen. Ja? Meine Vermutung aus meinen Erfahrungen ist aber, dass es auch hier wieder die berühmten 40-60 sind. Sprich 40% der Vater und 60% die Mutter. Ja? Ob das bestätigt ist oder nicht, weiß ich nicht. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe dazu nämlich nichts gefunden und dann werde ich den Beitrag schön anpinnen. Okay, und das war es eigentlich zur Vererbbarkeit der Pokébälle. Genau, was ich noch sagen kann ist, ich glaube, der Meisterball wird auf jeden Fall nicht weitergegeben. Versucht es gar nicht erst, sieht bei einigen Pokémon schön aus, ich weiß. Der wird aber nicht weitergegeben. Und was auch noch wichtig ist, ist, ich glaube, der Jubelball, der wird auch nicht weitergegeben. Das ist dieser knallrote Ball, der meistens bei Event-Pokémon benutzt wird, der wird auch nicht weitergereicht, ja? Und das war es eigentlich zur Vererbbarkeit von Pokébällen. Jetzt habe ich noch ein weiteres Beispiel für euch und zwar versteckte Fähigkeiten. Hidden Abilities. Hidden Abilities, Leute. Ja, das gehen wir auch erstmal wieder nur theoretisch durch. Können an Kinder weitergegeben werden? Das ist auch eine Frage, die sehr oft auftaucht. Und zwar fragen mich dann Leute so, ja, Regi, wie sieht's aus? Wie bekomme ich versteckte Fähigkeiten bei Pokémon? Ich habe euch ja auch schon ein Video gezeigt, wie man versteckte Fähigkeiten oder Pokémon mit versteckten Fähigkeiten in der Wildnis bekommt. Und diese benutzt man dann natürlich auch bei der DV-Zucht dann, ja? Damit diese Pokémon dann auch ihre versteckte Fähigkeit an die Kinder weitergeben können. Ich habe das in dieser Generation jetzt zwei, dreimal gemacht. Einmal mit Fleckmon und ich glaube die anderen beiden Male mit keine Ahnung was. Aber die meisten habe ich dann per Zuchtrest bekommen. So wie jetzt von diesem Sandan hier. Ich glaube, das war der liebe Max. Ich weiß es nicht, von dem ich das bekommen habe. Hab mit dem weitergezüchtet und er hat mir ein Zuchtrest gegeben, das Schneestarre auf sich hatte. Dieses Sandan gepaart mit einem Ditto hat dann, glaube ich, je nach Geschlecht, eine 40-60%ige Chance, die versteckte Fähigkeit an die Nachkommen weiterzugeben. Ich glaube, bei Sandan, bei männlichen Pokémon war es, wie gesagt, 40. Genau ähnlich wie bei den Bällen. Und bei weiblichen dann die berühmte 60, ja. Und ja, heißt also, ihr habt leider nicht eine 100%ige Wahrscheinlichkeit, dass die versteckte Fähigkeit weitergepasst wird. Es kann nämlich auch sein, dass das Sandan dann nicht die versteckte Fähigkeit, hier in dem Fall Schneescharrer hat, sondern irgendwas anderes. Ich weiß jetzt nicht, was Sandans Alternativfähigkeit ist. Ich kann ja mal nebenbei für euch nachschauen, falls es den einen oder anderen interessiert. Bei Sandan wäre das dann Schneemantel, ja. Das heißt also, die Kinder können entweder Schneescharrer bekommen oder Schneemantel, je nachdem. Ja. Und ja, wie gesagt, was ich euch damit einfach nur sagen möchte, ist, versteckte Fähigkeiten werden an die Kinder weitergegeben.
So, Leute, wir wären durch soweit. Ich habe euch alles erklärt, erzählt, was ich euch erklären wollte. Ich weiß, wenn ihr noch gar keine Ahnung habt, wie Züchten und so weiter funktioniert, klingt das alles super kompliziert, aber es ist wirklich nicht kompliziert. Es ist, wenn man es einmal drauf hat, man verlernt es nicht. Ja, ich habe das Glück gehabt, ich habe in der 6. Generation angefangen. In der 6. Generation wurde das Züchten super, super, super vereinfacht. Und da habe ich halt angefangen, weitergemacht und es ist so einfach wie noch nie. Heißt also, selbst mit 4 DV-Ditos kann man perfekte Pokémon bekommen. Und ja, Leute, falls ihr den 6er habt, ist es natürlich umso besser und das benutzen wollt, ne? Aber das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Leute, das war's. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde versuchen, drauf einzugehen, sofern das in meinen Augen keine Fragen sind, die das Video an sich schon selbst beantwortet. Wenn es Fragen sind, die ein bisschen mehr in die Materie gehen, stellt sie einfach in die Kommentare. Unsere Community, die Banger Army und ich, wir gehen da natürlich liebend gerne drauf ein und helfen euch weiter. Und ansonsten wünsche ich euch allen ein schönes Silvesterfest, ja, feiert schön, ja. Passt auf euch auf und dann sehen wir uns im kommenden Jahr hoffentlich mit einigen tollen DV-Pokémon eurerseits wieder. Haut rein, macht's gut, wenn es euch gefallen hat. Denkt dran, eine positive Bewertung ist immer wieder gerne gesehen. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann bald wieder. Euer Rigi, ciao!